Vor 1889 Zuschauern endete die Partie 0:1. Ich begrüße neben den Pressevertretern besonders die beiden Trainer, Gästetrainer Michael Boris zu meiner linken Seite und unseren Trainer Peter Kumbel zu meiner rechten, und bitte den Gästetrainer Michael Boris um den kurzen Kommentar zum Spiel. Ja, schönen guten Abend zusammen. Wir wussten um die schwere Aufgabe hier in Oberhausen. Wir haben sie die letzten zwei Spiele beobachtet. Auch das Spiel in Lotte, wo wir dann genauso agiert haben, wusste ich einfach, dass das heute hier nicht der Fall sein wird, dass Oberhausen kampflos einfach zu Sportfreunde Siegen sagen wird, nimmt man die drei Punkte mit. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir ein Spiel von beiden Seiten gesehen, die nach vorne gespielt haben, waren viele Fehlpässe dabei, aber grundsätzlich, ich glaube, aus meiner Trainersicht ein ansprechendes Spiel. Wir machen Gott sei Dank durch eine Standard das Tor, gehen dann in die Halbzeit und wussten, dass natürlich Oberhausen mit mehr Schwung rauskommt, und das war dann auch der Fall. Wir standen ein bisschen tiefer, haben verwaltet, haben gehofft, nochmal ein zweites Tor zu erzielen, und dann kam die kuriose Szene. Es geht mir da in erster Linie gar nicht um die rote Karte und ob es eine war, aber wenn der Schiedsrichter fragt, wer denn jetzt hier das Foulspiel gemacht hat, um wem soll ich die gelbe Karte geben, dann weiß ich nicht, ob er überhaupt wusste, was da los ist, und dann hebt er noch die Fahne aus. Aber das haben wir gemacht. Was uns auszeichnet, ich glaube, wir haben jetzt 34 Punkte, ist einfach, dass wir immer über das Team kommen. Wir arbeiten viel, wir machen viel, wir laufen viel, und ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir auch mit 10 Mann in der Lage sind, 15, 20 Minuten einfach nur den Ball wegzuschlagen und taktisch außer Ordnung gegen den Ball zu stehen. Das haben wir gemacht. Ich bin super stolz auf unsere Jungs, gerade was der Einsatz betrifft. Und Samstag kommt RWE, das wird ein ganz anderes Spiel. Aber wie gesagt, Hut ab vor den Jungs, dass sie sich hier in die Bälle reingeschmissen haben, gefightet haben. Von daher, Ihnen einen schönen Abend und für die Siegener Presse bis Samstag. Vielen Dank, Herr Boris. Peter, bitte dein Kommentar zum Spiel. Ja, die Geschichte des Spiels ist ganz schnell erzählt. Wir sind gut reingekommen bis zum Gegentor, wo wir wieder drum gebettelt haben. Haben wieder den Ball nicht wegbekommen. Ich weiß nicht, waren glaube ich drei oder vier Ecken hintereinander. Noch eine und hier, bitte schießt du ihn doch rein. Und da haben wir Fehler über Fehler gemacht, auch nach dem Tor, auch im Spiel nach vorne. Wir haben kaum noch einen Ball am Mann bekommen. Und das kannst du dir natürlich nicht erlauben. So wird es ganz, ganz schwer. Und ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit war es dann besser. Wir haben meiner Meinung nach auf ein Tor gespielt, haben Torchancen rausgearbeitet und haben Druck gemacht. Und ja, aber wir schaffen es im Moment leider nicht, den Ball vorne reinzuschießen und hinten die Null zu halten. Danke. Danke, Peter. Gibt es Fragen von den Journalisten? Das scheint nicht der Fall. Dann wünsche ich einen schönen Restdienstagabend und wir sehen uns dann spätestens in Essen.